Hallo, in diesem Video geht es um Fidel Castro. Wen stürzte Fidel Castro? Die Vorgeschichte. Im März 1952 stürzte der frühere gewählte Präsident 1940 bis 1944 Oberst Oberbefehlshaber der Streitkräfte und damalige Senator Fulgencio Batista, den insbesondere wegen Korruptionsvorwürfen unpopulär gewordenen Präsidenten Carlos Prio durch einen unblutigen Militärputsch. Fidel Alejandro Castro Ruz, geboren am 13. August 1926 oder 1927, in Bihar bei Mayari, Provinz Oriente. Gestorben ist am 25. November 2016 in Havanna. Er war ein kubanischer Revolutionär, ein kommunistischer Politiker, marxistischer Theoretiker und Diktator. Und diktatorisch regierender Regierungschef. Er war ein kubanischer Revolutionär, kommunistischer Politiker, marxistischer Theoretiker und diktatorisch regierender Regierungschef bzw. Staatspräsident Kubas sowie erster Sekretär des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei Kubas. Fidel Castro im Jahr 1959. Castro war mit der Bewegung des 26. Juli, Bewegung, die treibende Kraft der kubanischen Revolution, die am Jahresende 1958 zum Sturz des Diktators Fulgencio Batista führte. Als Staats- und Regierungschef Kubas prägte er 49 Jahre lang die Entwicklung seines Landes, also fast ein halbes Jahrhundert war er Regierungschef. Politisch war Castros Rolle umstritten. Von den einen Wegen der Durchsetzung eines Einparteiensystems und als Verantwortlicher für diverse Menschenrechtsverletzungen gehasst und gefürchtet. Von den anderen verehrt und bewundert. Und bewundert als Revolutionär und Befreier Kubas. Als sozial- und kulturpolitische Leistungen wären vor allem Castros Kampf gegen die verbreitete Armut und den Analphabetismus im Land hervorgehoben, so etwa die Einführung eines unentgeltlichen schulischen Bildungs- und medizinischen Grundversorgungssystems für die gesamte Bevölkerung. Als Protagonist einer anti-imperialistischen Weltanschauung auf marxistischer Grundlage unterstützte Castro außenpolitisch auch militärisch diverse antikoloniale und nationale Befreiungsbewegungen der sogenannten Dritten Welt. In Unabhängigkeitskämpfen gegen die herrschenden Kolonialmächte. Nach dem ab dem Jahr 1960 bestehenden Embargo der Vereinigten Staaten gegen Kuba war Castro auf die wirtschaftliche Unterstützung der Sowjetunion angewiesen. Mit der Stationierung sowjetischer Tschernaffen auf Kuba im Jahr 1962, vor 62 Jahren also,
und steuert der Mitfallenden Kuppelkrise die Ritterstau in den Fokus der Konfrontation des Kalten Krieges. In den Fokus der Konfrontation des Kalten Krieges. Gleichwohl versucht er trotz der Verbindung zur UdSSR, diese Konfrontation zu überwinden. Kuba schloss sich unter seiner Regierung der Bewegung der blockfreien Staaten an. Fidel Castro selbst war von 1979 bis 1983 sowie von 2006 bis 2008 der Vorsitzende der blockfreien Staaten. Finnische Rezeption. Castros Werke in deutscher Übersetzung, in Klammern Auswahl, dann Kritik, Trivia und Erleben, Menschenrechtsverletzungen, in Kritik. In den ersten Jahren von Castros Herrschaft wurden zahlreiche nach US-amerikanischen Studien einige tausend politische Gegner inhaftiert und hingerichtet. Gegner Castros wurden als Konterrevolutionäre, Faschisten oder CIA-Agenten bezeichnet und ohne Gerichtsverfahren und unter äußerst erbärmlichen Bedingungen inhaftiert. Im Jahr 1965 wurden unter dem Namen militärische Einheiten zur Unterstützung der Revolution Arbeitslager eingerichtet. Die Che Guevara wie folgt bekannte: Sie seien für Menschen, welche Verbrechen gegen die revolutionäre Moral begangen haben. Später wurden dort auch Kubaner inhaftiert, die nach Castros Definition als soziale Abweichler, einschließlich Homosexueller und HIV-Infizierte gelten. So konnte revolutionäre Einflüsse aus Teilen der Bevölkerung zu beseitigen, die Soziologie-Professorin Marie-Philie Pérez-Stable, die 1960 als Kind aus Kuba kommt, in die USA einwanderte und als junge Frau die Revolution unterstützte, reflektiert über die Kosten des Umsturzes. Es gab tausende Exekutionen, 40 bis 50.000 politische Gefangene. Die Behandlung politischer Gefangener mit dem, was wir heute über Menschenrechte betreffende internationale Normen wissen, ist es legitim, die Frage nach möglichen Menschenrechtsverletzungen in Kuba zu stellen. Amnesty International zählte im Jahresbericht 2006 insgesamt 71 gewaltlose politische Gefangene. Besonders auf Konsens. Außerdem waren 30 Gefangene zum Tode verurteilt, wobei seit dem Jahr 2003 keine Exekution mehr vollstreckt wurde. Die internationale Gesellschaft für Menschenrechte berichtet sogar von 300 namentlich bekannten politischen Gefangenen. Personenkult. Die Ansichten über einen Personenkult um Fidel Castro sind ambivalent. Bis zu seinem Rücktritt war er in den kubanischen Medien ständig präsent. Lebensstil.
1992 lud der langjährige Ministerpräsident Galiciens Manuel Fraga Ejebane Fidel Castro in den Geburtsort seines Vaters ein. Castro besuchte das Haus, in dem sein Vater 1875 geboren wurde. Wie viele andere Galicier suchte dieser später sein Glück auf Kuba. Die längste Rede der UN-Plenarsitzungen zwischen 1945 und 1976 hielt am 26. September 1960 Castro. Er hielt auf der 872. Sitzung dauerte 269 Minuten.